Jetzt sind wir ja Menschen und als Mensch interessiert man sich ja irgendwie auch, wie haben sich andere Menschen gefühlt? Wie hat sich jetzt so ein Römer gefühlt, der in so einem Zeitstrahl lebt? Da streiten sich so ein bisschen die Wissenschaftler und schlagen sich die Köpfe ein, ob man sich solche Fragestellungen überhaupt erlauben darf, ob das überhaupt wissenschaftlich ist, zu versuchen zu rekonstruieren, wie sich jemand gefühlt haben könnte. Aber wir haben hier ja den Luxus, dass wir keine Hardcore-Wissenschaftler sind und deswegen können wir da mal ganz menschlich rangehen und uns fragen, wie haben die sich denn gefühlt, die Leute, die in diesem Zeitstrahl irgendwo gelebt haben. Nochmal ganz grob, wenn du ein Anfänger bist, dann kannst du dir diesen Zeitstrahl so einprägen. Das wäre ganz grob vereinfacht. Wir hätten hier vorne 753, Rom schlüpft aus Ei. Dann haben wir Königszeit bis 500 vor Christus. Da werden die Könige vertrieben. Dann kommt die Republik. Ungefähr 500 Jahre Republik. Grob bis zum Jahr 0. Ganz, ganz grob, ganz unwissenschaftlich. Und dann haben wir 500 Jahre Kaiserzeit. Eine Riesenstabilität. Wenn du Anfänger bist, dann solltest du dir diesen Zeitstrahl erstmal so einprägen. Wenn du schon ein bisschen vorgebildet bist, dann kannst du dir auch mal die Feinversion betrachten. Wir haben nach wie vor 753, schlüpft Rom aus dem Ei. Das ist ein mythisches Gründungsdatum. Hat nichts mit der Realität zu tun. Dieses 53 so. Aber grob kommt es sogar ungefähr hin. Dann Königszeit bis, naja, halt nicht hundertprozentig 500 vor Christus, sondern vielleicht 510 vor Christus. Dann haben wir Republikszeit bis, ja, bis wann? Ab wann spricht man jetzt eigentlich von Kaiserzeit? Ab dem Jahr 31 vor Christus ist auf jeden Fall der Kaiserzeit der Weg bereitet. Aber es gibt noch so ein bisschen Schlamasselzeit, bis man dann wirklich von Kaisern spricht. Und naja, wann man sagen möchte, dass die Kaiserzeit beendet ist, stellt sich eben auch wieder die Frage, was für Kriterien man da ins Feld führt. 500 nach Christus, grob gesagt, kann man vielleicht schon so sagen. Man kann auch noch ein paar Jahrhunderte drauflegen, je nachdem, was man dann noch unter römischer Kaiserzeit verstehen möchte. Auf jeden Fall muss man sagen, wir haben es mit unglaublich langen Epochen zu tun. Wir haben es hier mit unglaublich stabilen Staatsformen zu tun. Und das ist was, was an Rom sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und das bedeutet eben auch, wenn wir nach dem römischen Lebensgefühl fragen, dass die Römer sicher in einem sehr, sehr großen Stabilitätsgefühl gelebt haben. Wenn man sich zum Beispiel die Epoche der Republik vornimmt, wir haben gesagt, wir haben grob fast 500 Jahre Republikszeit. Davon haben wir ja gesehen, ist das letzte Jahrhundert geprägt von Bürgerkriegen. Das bedeutet, also da geht die Republik schon wirklich zugrunde. Das letzte Jahrhundert der Republik ist der Niedergang der Republik. Genau betrachtet 133 vor bis 31 vor Christus. Aber wenn man mal von diesem letzten Jahrhundert absieht, dann haben wir eine sehr, sehr stabile Republikszeit, die ja immer noch fast 400 Jahre lang super gut funktioniert hat und die Römer sicher in einem sehr stabilen Gefühl wiegen konnte. Die Römer waren enorm konservativ. Das hilft ihnen auch dabei, diese Stabilität so lange aufrechtzuerhalten. Sie haben sehr, sehr ungerne was verändert. Und das spiegelt sich auch in ihrem politischen System wider. Wenn die Römer nämlich mal irgendwelche Institutionen eingerichtet haben oder irgendwelche Beamten geschaffen haben, irgendwelche Ämter geschaffen haben, dann haben sie die auch beibehalten. Und das führt eben zu einer sehr großen Stabilität, was die politische Organisation betrifft. Wenn wir uns das mal vergleichen mit dem, was wir heute haben, also die wir jetzt in Deutschland geboren sind, uns kommt ja die Bundesrepublik irgendwie schon wie ein relativ stabiler Staat vor, aber wenn man sich mal überlegt, wie unglaublich kurz es ihn eigentlich erst gibt, im Vergleich zu dem, auf was die Römer da zurückgeschaut haben, wenn sie da 200 vor Christus gelebt haben und in einer seit Jahrhunderten bestehenden Republik gelebt haben. Und außerdem haben sie eben in einer Republik gelebt, die seit Jahrhunderten auf dieselbe Weise strukturiert und organisiert ist. Das heißt, wir müssen uns das ungefähr so vorstellen, wir würden ein paar Jahrhunderte zurückschauen, vielleicht zur Schwelle vom 16. bis 17. Jahrhundert und würden feststellen,
dass es damals schon dieselben Ämter gab wie heute, dieselben Amtsbezeichnungen. Das heißt, wir würden auch im 17. Jahrhundert schon Landtagsabgeordnete haben. Wir würden von Bundestag und von Bundesrat sprechen, vom Bundespräsidenten und von der Bundesversammlung. Diese ganzen Institutionen und diese ganzen Ämter hätte es einfach schon damals gegeben. Die Leute, die in diesen Institutionen sitzen, hätten auch schon grob dieselben Aufgaben gehabt wie heute. Und was das römische System auch auszeichnet, ist, dass es eine sehr, sehr stabile Oberschicht gibt. Das bedeutet, dass auch dieselben Familien über Jahrhunderte immer wieder die Beamten stellen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel jetzt zurückschauen ins 17. Jahrhundert, ausgehende 16. Jahrhundert, und könnten uns dort die Listen angucken, wie hießen denn damals die Bundeskanzler. Und wir würden feststellen, dass in einer schönen Regelmäßigkeit immer wieder Bundeskanzler in den letzten Jahrhunderten mit Nachnamen Kohl oder Schröder oder Merkel hießen. Das ist ja eine Stabilität, die kommt uns schon komisch vor. Also wir müssen da ja schon drüber lachen, aber für die Römer war das wirklich so. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss, als das plötzlich in die Brüche ging. Also wie haben sich die Leute im letzten Jahrhundert vor Christus, im letzten Jahrhundert der Römischen Republik eigentlich fühlen müssen, als diese Stabilität plötzlich ins Wanken geriet und sich plötzlich gar nichts mehr stabil angefühlt hat. Als plötzlich alles in Frage gestellt wurde und das ganze Herkömmliche plötzlich keine Zukunft mehr zu haben schien. Für einen Römer im letzten Jahrhundert der Republik war die Republik alles, woran sich sein Volk so richtig erinnerte. Wir hatten ja schon gesagt, die Königszeit, die Frühzeit, die verschwindet irgendwo auch so in mythologischen Wirren. Da war ja auch irgendwann das Staatsarchiv mal abgebrannt und da hatte man kein ganz konkretes Wissen. Das bedeutet, alles, was das Volk wirklich an handfesten Beweisen über ihre Vergangenheit besaß, war Republik. Alles, woran sich dieses Volk richtig erinnern konnte, war Republik. Alles, was so einen Römer ausmachte, war das Gefühl, in einer Republik zu leben. Und das geht plötzlich den Bach runter und um das Jahr Null stehen wir plötzlich in einer Kaiserzeit. Das bedeutet, für die Römer bricht die Welt zusammen, den Bürgern stürzt der Himmel auf den Kopf, das Leben gerät völlig aus den Fugen, Werte werden umgestürzt. Es war eine blutige Zeit und keine sonderlich erfreuliche Zeit. Und für uns ist diese Zeit eigentlich die, die wir uns ganz besonders immer wieder betrachten werden, weil in diese Zeit hinein auch die Schriftsteller geschrieben haben, mit denen wir uns ganz besonders beschäftigen werden. Wir haben schon gesehen, in dieser Zeit lebt Cäsar, diese Zeit prägt Cäsar mit, er eben einer derjenigen, die die Kaiserzeit wirklich mit auf den Weg gebracht haben, einer derjenigen, die der Republik Todesstöße verpasst haben. Er war nicht der Einzige, aber er war eben ein sehr prägender, wichtiger Mensch. Eine ganz wichtige Persönlichkeit, die in dieser Zeit gelebt hat, ist Cicero. Cicero war ein sehr wichtiger Politiker, der genau in dieser Zeit gelebt hat und er wird so unser Blickwinkel werden. Wir werden uns immer wieder betrachten, okay, in welcher Zeit hat Cicero gelebt, aber auch wo kommt diese Zeit her, was hat es vorher gegeben und auch was bietet diese Zeit dann für einen Ausblick. Also wir werden uns nicht intensiv mit der Kaiserzeit beschäftigen in unseren Kursen. Wir werden uns sehr viel mit der Republik beschäftigen und uns die Institutionen der Republik betrachten. Aber wir werden das Ganze immer wieder in einen größeren Kontext stellen und eben gucken, wo kommt diese Umbruchszeit her, wie sah der stabile Zustand vorher aus und wie konnte das passieren, dass das alles so völlig kaputt gegangen ist. Wir werden uns eben einmal betrachten, wie konnte das alles so sehr kaputt gehen, aber wir werden uns auch immer wieder betrachten, wie konnte das Ganze eigentlich so lange so stabil sein. Also wir werden uns nach den Faktoren fragen, die Rom so unglaublich stabil machen konnten.